So, und da wären wir wieder. Hallo Freunde und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Let's Play-Reihe hier bei uns auf dem Kanal. Wir spielen nämlich jetzt Valheim bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway, aber ich mache das nicht alleine. Ich traue mich nicht alleine in dieses gewaltige Abenteuer rein. Mit dabei habe ich meinen super sexy Krulli. Heute, ja, etwas anders. Krulli ist heute Krueller. Oh, Alter, du hast aber dicke Hupen. Nicht schlecht. Okay, wir sind drin in dem Abenteuer. Wir haben das vor langer Zeit mal bei uns auf dem Kanal gestreamt. Mittlerweile gibt es ja auch richtig viele Neuerungen und angeblich auch neue Endgegner. Und Mistlands ist auch neu drin. Und wir wollen uns das Abenteuer jetzt nochmal nehmen. Ihr seht schon, Krulli ist in die Richtung schon mal ein bisschen geguckt. Aber wir werden jetzt erstmal hier Lord Rabe ansprechen. Willkommen in den 10 Weltenkrieger. Ich bin Hugin und ich wurde von diesem Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megaliten sind Opfersteine. Sie repräsentieren alle die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Valhalla, ich bin Valhalla würdig. Okay, was ist da? Das ist doch so ein roter Stein. Was steht da? Ah, das ist dann... Da zeigt er mir gleich schon den ersten an. Den ersten Boss, wenn du da drauf klickst. Das hat aber, denke ich mal, noch Zeit. Okay, die mächtigsten Steine wurden durch Odin in Ländereien verteilt und so weiter und so fort. Wow! Ich werde hier von hinten gehauen. Was ist das? Ach, das ist so ein scheiß Krautzwerg, ne? Der Gräuling. Box den Gräuling! Okay. Und da haben wir gleich zerlumptes Hemd, neues Material, Harz und so weiter. Okay. Krulli, was geht an? Du hast dich schon umgeguckt? Wir müssen uns erstmal, glaube ich, irgendwelche Waffen bauen, oder? Ich bin erstmal in der Gegend rumgerannt. Nee, wir müssen erstmal ein Holz sammeln, ein Stein sammeln. Dann müssen wir einen Spot suchen, wo sich eine Base erstmal lohnen würde. So eine richtige Base oder nur so eine Hütte? Erstmal einen Unterstand. Weiter werden wir am ersten Tag nicht kommen. Unterstand, Werkbank, dass wir anfangen können. Und dann haben wir das typische Open World Survival, brauchen Kisten, brauchen größere Räume, Nahrungssuche und. Oha, also das volle Programm. Na gut, okay, wie gesagt, wir spielen jetzt hier quasi auf unseren Community-Server. Ganz am Anfang neu gestartet. Hier sind Steinchens. Und mal schauen, wenn ihr euch ganz lieb verhaltet und mal im Discord anfragt, vielleicht lassen wir euch dann mit drauf. Der Server ist natürlich passwortgeschützt und alle, die natürlich hier nachher mitspielen wollen, haben sich an die aktuellen Serverregeln zu halten. Das jetzt nur mal so als kleine Schleichwerbungsgeschichte zwischendurch. Ich habe jetzt hier schon mal Bären gefunden. Das ist schon mal ganz gut soweit. Hier ist noch ein Stein und irgendwie so ein Ast oder irgendwas muss ich noch mal finden. Da. Okay, gucken wir mal rein. Ich kann jetzt schon eine Steinaxt bauen. Lohnt sich eine Keule? Nein. Okay. Und für Hammer brauche ich nochmal Holz. Steinaxt, Fackel und. Ein Hammer. Ja, ja, Hammer. Ich sag mal so ein bisschen. Da unten ist ein Dorf. Oh, wollen wir da gleich mal gucken? Oder ist das vielleicht ein bisschen zu. Der Rabe hat nochmal irgendwas. Ich frag den mal, was los ist. Ah, okay, der will mir erzählen, dass ich hier die Bärchen essen soll. Lass mir auch ein paar Bärchen. Habt ihr die Bärchen? Was sind wir so weit weg vom Wasser gespawnt diesmal? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht der Rabe mir auf die Eier. Kann ich den irgendwie boxen? Nee. Einfach mit dem reden ist am einfachsten. Okay, habt ihr den gesprochen? Ah, Bienen. Wie Bienen? Schnell weg! Au. Ich brauch immer noch so ein bisschen Holz, aber irgendwie für so einen Hammer. Ja. Aber ich kann ja hier bestimmt den Stamm kaputt klappen, oder? Siehst du, gleich verbesserte Fähigkeit Hacken 1. Jetzt habe ich auch gleich Holz. Hier ist noch mal ein bisschen Stein. Vielleicht sollten wir gucken, ob wir hier irgendwie so eine kleine Hütte finden, die wir uns gleich safe sichern. Was ist das hier? Nur so ein Unterstand, ne? Oder kann ich das vielleicht, wenn ich einen Hammer baue, abreißen? Um die Rohstoffe leichter zu kriegen. Gucken wir mal. Nee, da brauche ich eine Handwerkstation in der Nähe wieder. Da hinten ist ein Aussichtsturm.
Rabe bringt mir schon wieder Nachrichten. Ich habe mein Leben lang auf deine Nachrichten gewartet. Du hast einen Hammer hergestellt. Okay. Du bist der King, du hast einen Hammer hergestellt. Also hier ist so ein kleiner Kuckturm. Sieht schon mal ganz toll aus eigentlich. Ist aber nichts drinne. Wo bist du? Du bist noch da? Aber wie groß ist denn das hier? Vielleicht sollten wir einfach mal in die Richtung gehen, hier durch den Wald. Oder auch nicht, da sind Gräulinge. Oder Grauzwerge, oder wie die heißen. Ja, jetzt wird's dunkel. Okay, dann lass uns mal da in die Lichtung hochgehen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo eine Hütte oder so, wo wir zumindest uns rein verkriechen können. Aber hier ist doch eigentlich Bauspot schon easy, oder? Ein bisschen zerklüftet alles, ne? Ja. Du willst ja nicht wegen jedem Bäumchen Kilometer weit rennen. Nee. Steine. Mach mal an, dass du sichtbar bist auf der Map. Ah, okay, warte, mach ich dir. M und... Wo war denn das? Da. Okay, jetzt wird das schon richtig duster, ne? Mhm. Shit, der voll. Dann gehen wir einfach mal im Dunkel durch den Wald, oder? Oder hast du irgendwo schon Wasser freigelegt? Nein. Und da unten ist Wasser, ne? Keine Ahnung. Das sieht nach Wasser aus da unten. Wir gehen mal in die Richtung. Okay. Und hoffen, dass wir überleben. Und dann suchen wir uns irgendwo eine kleine Ecke, wo wir erstmal nur so eine kleine Hütte schnell hinstellen. Denke ich mal, das ist das Sinnvollste. Ich brauche Holz. Ich brauche Essen. Ich habe Holz. Brauchst du 4 Holz? Komm her. Zack, da. Cool. Keine Axt. Doofe Rabe labert mich schon wieder voll. Ich scheine zu zittern. Ja, ich zitter auch, weil hier irgendwie so... Da ist wieder eine Lichtung. Geh ich hin. Welche immer Pilze und Eichen, die du findest, will ich essen, ne? Okay. Zwecks Ausdauer und so weiter. Ja, welche. Bärchens! Da ist ein Wildschwein. Freuling. Wildschwein auch. Wo ist er? Ich gehe mal davon aus, dass Wildschweine uns nicht lieb gesonnen sind. Noch? Nein. Die laufen da hinten gerade rum. Vielleicht so einen Bogen drum machen wäre vielleicht sinnvoller. Sau. Das ist ja, nur gut, so ein Kuckturm, haben... der bringt uns nicht weiter, ne? Ne. Aber Wildschweine haben vor Feuerachs. Hier ist eine Hütte. Naja, es war mal eine Hütte. Oh, da sind Bienen drinne. Summt auf jeden Fall. Ja, ah, ich wurde gestochen. Musst ihn nur richtig stechen lassen, dann ist der Pipan doppelt so groß. Nee. Doch. Das ist ja sexistisch. Nein. Klingt doch praktisch. Da ist auch irgendwas gebaut. Ich höre schon wieder Bienen. Hier sind hier überall Bienen. Ich würde froh sein, machen schön in der Nahrungsquelle. Ja, aber die bringen mich jetzt nicht weiter. Da vorne ist noch irgendwas. Sieht aus nach dem Haus. Die Welt wird in 30 Sekunden gespeichert. Oh no. Der Himmel stürzt ein. Ey, das sind so eine großen Grauzwerge-Dinger. Sag doch mal hallo. Meinst du, den können wir killen?
So ein Riese, Alter. Mhm. Blaue Augenbleche. Vielleicht sollte ich den mal lieber anzünden. Kann ich wahrscheinlich nicht anzünden, ne? Eigentlich schon. Au. Ja, jetzt. Renn, du Schwein. Guck mal, hier ist so eine Steinhütte. Das ist eine Kiste. Münzen und Federn. Kannst du drin lassen. Zu spät. Ich blick dir im Moment nur den Weg rum. Ja, jetzt hab ich's. Ja, gehen wir mal weiter Richtung Wasser, ne? Da ist Platz minus 1. Soll auch irgendwie was sein? Da hinten ist noch eine Hütte. Noch ein paar Bienchen. Ich wette mit dir um 10er, dass da Bienchen drin sind. Hier ist eigentlich schon echt nice zum Bauen, ne? Oder ist zu uneben, was meinst du? Zugang zum Wasser. Hier ist ein offene, hier ist eine ganze Hütte. Nee, hier sind auch Kisten drin. Was hast du gefunden? Karotten? Cool. Oder was? Was? Karotten? Ich dachte gerade, du hast Karotten gefunden. Also. Boah, Karotten, cool. Wollen wir uns schnell so eine Hütte herrichten und hier pennen? Du kannst eh kein Bett bauen. Mach mal. Wieso kann ich kein Bett bauen? Kannst du ein Bett bauen? Müsste ich doch eigentlich, oder? Ja, wenn ich eine Werkbank gebaut habe. Mhm. Nee, wir brauchen jetzt unbedingt mal einen Spot mit Zugang zum Wasser. Ja, dann lass uns hier weiter runter gehen. Ich bin der Meinung, da unten ist Wasser. Du warst vorhin schon der Meinung, da ist Wasser. Da ist wirklich Wasser. Ich höre es doch plätschern. Guck mal unter den Stuhl. Oh, scheiße. Vor allem, ich glaube, es ist vielleicht keine gute Idee, durch den Wald direkt zu gehen. Nein. Da sah ich doch da unten das Wasser. Aber nee, mir glaubt ja mal nie einer. Da links ist rechts von uns ist Dunkelwald. So Tannen halt, das ist doch Dunkelwald, ne? Ja. Hier ist so ein Fluss. Ich bin die Quelle, ne? Hier ist das Meer. Schon weit gelatscht, ne? So gut ist ein schöner Spot, wo man anfangen kann zu bauen. Ja. Oh, Keuling. Jo, jo. Wir hätten vielleicht beim Zentrum bleiben sollen. Du bist losgerannt. Der ist ein großer Gräuling. Was? So ein Steineschmeißer. Ein grauer Zwerg. Ich würde ihn ja töten, aber es mangelt mir an Ausdauer. Schwein. Oh, meine Fackel ist kaputt. Brauche ich Holz. Wenn du mit der Fackel zuschlägst. So, ja, aber dann geht, verliert er schneller Energie, ist mir aufgefallen. Genau. Dafür der nächste Vorteil, wenn du die Fackel anhast, kannst du dir jetzt die Schweine und die Gräulinge ein bisschen auf Abstand halten. Wir sind überall Gräulinge, die kommen gerade alle hierher, ne? Kulli, lass uns hier abhauen, da kommen 6, 7 Gräulinge weg. Komm. Okay.
Da kommen 3, 4 Blauaugen und 2 Grünaugen. Oh. Ich laufe mal wieder weg. Tschüss. Hast eine Wildsau an dir. Ich glaube, die waren sauer, dass wir ihre Kumpels verdroschen haben. Wow, da hinter uns ist schon der erste Gräuling. Grauzwerg. Der tötet mich gleich, der Schwanz. Hau ab, Mann! Da kommt so ein Schamane. Ich hau ab. Tschüss. Ich glaube, dem sind wir nicht gewappnet. Vielleicht hätten wir doch hier oben bei der Hütte bleiben sollen. Oh, es wird hell. Ja. Ah, die Schamanen hauen wieder ab. Sieh, du siehst. Okay, wir brauchen einen Plan. Wildschwein. Das ist kein Plan, das ist eine Sau. Weißt du, die Ansturm bist du tot, ne? Ich bin unsterblich. Okay, ich bin doch nicht unsterblich. Wir wieder hier altbekannte Wege. Wir brauchen einen Spot zum Basteln. Ja. Da. Hier oben Basteln. Erstmal. Hier Basteln. Oben. Zentrum. Technisch. Sofa. Fernseher. Was? Zentrum? Was? Hä? Oder ist das zu weit weg vom Wasser? Was meinst du? Geht zu weit weg vom Wasser. Ich da dran? Na gut, dann ab zum Wasser. Weil du mich zwingst. Ich finde ja hier oben ganz cool. Aber okay, wenn du das sagst, Krulli, du Chef. Ich chefe. Aber das hat schon seinen Grund, dass hier andere gebaut haben. Hier ist cool. Okay, dann gehen wir mal runter zur Richtung Wasser. Ich wollte jetzt nicht gleich an der Grenze vom Dunkelwald bauen, du. Mhm. Wenn da so ein Troll auf einmal rauskommt oder irgendwas Größeres und uns die Eier rasiert, dann haben wir ein ganz tiefsinniges Problem. Dann gehen wir jetzt einmal schräg durch den Wald. Dann müssten wir gleich zum Wasser wiederkommen, rein theoretisch gesehen. Dann sind wir weiter weg von zurück. Ja, oder wir gehen wieder zurück. Da war auch, glaube ich, Wasser irgendwo bei ihm, oder? Weiß ich nicht. Na ja. Oh, Pilze. Jetzt bin ich dran. Jetzt hat Maxi wieder zurück. Was hast du gesagt? Oh, Zwerg. Was? Überleg. Gräuling. Warte, wo ist er hergekommen? So. Gräuling. Du willst zum Wasser, dann gehen wir jetzt zum Wasser. Okay, jetzt sind wir wieder Baller. Du hast doch gesagt, du willst zum Wasser. Der hat den Vorteil. Hauptsache Wasser. Ja, aber du rennst immer weiter weg von unserem Steinkreis, ne? Dann gehen wir da jetzt gleich wieder hin. Du hast es so gewollt. Wow, Krulli, bleib stehen. Was denn? Geh nicht weiter. Ich hab hier mehr. Was ist los? Hier ist eine Klippe. Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier runter zu hüpfen. Oder? Schubsen. Hey! Ups. Ciao. Schwanz. Naja, hier ist zumindest Wasser. Super. Wir gehen immer weiter weg vom Steinkreis, ne? Gut, ich gehe jetzt zum Steinkreis wieder hin, damit du nicht jammerst. Aua, mich haben Nixen gebissen. Aua. Grauzwerge auch. Nixen, Grauzwerge, alles, die wollen mich holen. Okay.
kommst du hier hoch. Ja, ja, ich kämpfe hier gerade. Das ist ein doofer Gräuling, der will mit mir spielen. Hol die erste Hütte. Schon fertig gebaut. Einzugsbereit. Hättest du nicht gedacht, ne? Dass ich sowas Tolles finde. Direkt am Wasser. Mit Kiste. Bienenstock. Au, 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 au. Nee, 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 nee. Okay. Eigentlich ist doch hier schön, oder nicht? Okay, sagst du, wir gehen zurück? Okay, wir gehen zurück. Gesundheit, Krolli. Danke. Krolli hat gesagt, wir gehen jetzt zurück Richtung Steinkreis. Also machen wir das jetzt, meine Freunde. Ihr merkt schon, das ist eine echt komplizierte Angelegenheit, bis wir was gefunden haben, wo wir sagen, hier bleiben wir. Ja? Erstmal den Grasland wegen Holz und Stein und Feuerstein mixen und Wildschwein. Und also gehen wir den gleichen Weg zurück oder willst du neue Sachen freilegen? Nee, wir laufen jetzt mal hier am Spann, würde ich sagen, entlang wieder Richtung... Richtung Steinkreis. Richtung Steinkreis und gucken auf dem Weg, ob wir da was Schönes finden. Okay, ich habe schon den ersten Feuerstein gefunden. Ich bin stolz auf mich. Ja, ich auch. Feuerstein ist gut. Feuerstein ist mein Freund. Düsterwald? Rabe sagt bestimmt, geh nicht weiter. Scheiß drauf. Okay. Düsterwald. Der Düsterwald. Du hast dich in den Düsterwald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht vorbereitet sind, äußerst tödlich sein. Stell deine Werte und beweis, indem du Ektikon tötest. Okay. Krulli sagt, wir gehen Düsterwald. Am Strand entlang. Strand entlang am Düsterwald. Okay, Düsterwald ist schon wieder vorbei. Wir sind so gut. Wir haben den Düsterwald bezwungen. Wir haben ihn überlebt. Yay. Feuerstein, Feuerstein. Bin schon am Sammeln. Feuerstein, Feuerstein. Holz, Holz. Hier ist ein Runenstein, ein großer. Oh. Was steht denn da? Sei gewarnt vor Grauzwergen, die verstecken sich im Schatten. Ach so, okay, das ist so eine Grauzwergen. Dingers. So, alle sind kacke, außer die Grauzwerge. Ich hab mehr Angst, dass wir jetzt gleich auf den Troll treffen und ein ganz doofes Gesicht machen. Okay, aber der Düsterwald scheint nicht groß zu sein. Wir sind ja fast am Steinkreis schon wieder. Was ist denn nächsten? Eine. Tötet das Schwein. Oh, hier ist ein Dorf. Holzschabel. Cool. Ey, hier sind Rüben. Ne, Himbeeren. Ich dachte gerade schon. Aber Himbeeren sind auch cool. Oh, hier sind zwei Betten. Kann man da schlafen? Nee. Kaputt gemacht. Haben sie wieder kaputt gepumpt, die Schweines. Aber ganz ehrlich. Was hast du denn? Au. Oh. Hat der mir eine verpasst? Lass mal den Weg bis zum Steinkreis abschließen, aber ich denke, das Dorf hier können wir aufnehmen für uns. Eigentlich schon. Wie sieht denn das aus, flächentechnisch hier? Der Düsterwald ist gleich da? Eigentlich ist das eine schicke Ecke hier, oder? Ja. Aber wir schließen den Weg noch ab, sagst du? Ja. 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 Bitte, bitte, bitte. Weil der ist es gleich hier am Wasser? Eine Halbinsel immer noch lieber, wenn wir das mal auf eine Seite zu machen. Hier, wir müssen jetzt einmal kurz durch den Düsterwald durch zum Steinkreis. Aber läuft. Düsterwald zu Ende. Das ist immer nur so vereinzelt, so ein bisschen Düsterwald, ne? Reiten immer so ein bisschen. Scheiße. Das ist groß, das ist blau. Was ist groß, was ist blau?
der Troll dahin. Hat er dich gesehen? Nein. Dann lass uns lieber zum Steinkreis zurück in das Dorf vergessen. Okay, Pilze. Noch ein Dorf. Oh, das bin ich da dran vorbeigelaufen. Ach, unabsichtlich. Oh, das ist aber schön. Hier wäre sogar noch besser zum Bauen. Ja. Wie von uns ist ein Troll, ne? Ja, hast du auch recht. Vielleicht müssen wir hier, hier runter Richtung Wasser. Wo die ja, ich komme. Ich denke immer so auf den Feldern hier, aber da ist immer nichts. Das sind immer nur Himbeeren. Ich dachte immer, dass man so ein Möhrchen findet oder so, aber auch nicht, ne? Kommt auch noch. Aber ich glaube, ein Möhrchen findet wir erst im Düsterwald. Bin mal gespannt. Wir können da jetzt mittlerweile so viel mehr anbauen. Müssen ja. Zwiebeln müssten noch kommen, Rüben müssten kommen. Weizen, glaube ich, auch, ne? Weizen war schon im Alten, oder bevor du die Ebenen rein zu den Goblins. Ah, okay. Scheißegal, Hauptsache wir können Sprit machen nachher zum Saufen. Mead? Mead. Mead. Dafür brauchen wir da Honig, für Honig, man. Doch, du brauchst Bienchen. Bienchen. Das ist eine coole Insel. Na, coole Insel. Da ist aber auch ein Düsterwald. Wir werden eh nicht rüberkommen, unsere Ausdauer. Nee, da hast du recht. Aber wir sind echt weit weg vom Steinkreis, ne? Ich glaube, wir sollten wirklich mal Richtung Steinkreis zurück. Ja, oder gut, jetzt bei dem ist Dorf. Ist er irgendwie, bitte. Auf der anderen Seite vom Steinkreis muss doch auch Wasser sein, rein theoretisch gesehen, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so viel weit mit dir in den Düsterwald reinlaufen möchte. Ich lauf dir einfach hinterher. Muss immer dann immer nur schneller sein wie du. Da ist eine Gruft. Mit Skeletten. Lauf! Ich hab dir gesagt, wir sollten hier nicht rumlaufen. Aber nö. Warum sollten wir denn? Wenn die Insel aufgedeckt ist. Wo bist du denn? Hier unten. Ich bin abgehauen. Blaubeeren. Skelette? Goblins? Ja, nicht bei mir. Ja, aber bei mir. Schön für dich. Okay. Oh, schickes Dorf mit Spa-Bereich. Mit Spa-Bereich? Ja. Okay. Was bist du denn hier, blöder Grau? Voller verjagt, Alter. Mensches Kinders, ey. Was stimmt mit dir nicht, Alter? Kannst du dich nicht so erschrecken? Ich meine, drüben eventuell die Chance, auch eine schöne kleine Insel zum Bebauen. Meinst du? Wenn du Bock hast, ja. Wenn wir da rüberkommen? Also komme ich jetzt wieder zu dir runtergelaufen. Ist. Au. Nein. Was denn? Nicht. Muss laufen. Aber ich denke, da ist eine Insel, wo du hin willst. Ich denke, es könnte eine Insel sein. Ich hab so einen hässlichen. Der ist wie auf Speed. Kreuzwort, der ist blau, wie auf Speed und. Oh, hier liegt Zeugs. Ja, hier, glaube ich, irgendwo ein Troll. Ist das deine Insel da? Unten im Wasser, ja. Die ist ja nicht sehr gewaltig. Da standen wir doch gerade, da kommen wir doch sowieso nicht rüber, oder? Glaube nicht. Hm. Ah, da ist noch eine kleine Insel da hinten, sehe ich gerade. Die meinst du wahrscheinlich, ne? Nee, das ist nur eine Halbinsel. Wie wollen wir denn zu der Insel da rüberkommen? Der Halbinsel ist auch irgendwas gebaut. Ja. Die ist zu klein.
Meinst du, die andere ist groß genug da hinten? Grauzwerkspawner. Und hinter dir ist ein Spawner. Da würde ich in die Richtung würde ich nicht laufen, wo ich herkomme. Da ist ein Grauzwerkspawner. Was ist das? Hier ist eine Kiste. Münzen und Bärenstein. Schicke so, meinst du, da kommen wir rüber? Mit einem Floß, ja. Ja, aber wir haben ja nicht mal das Holz, gar nichts. Nächste Frage, reicht die Insel für unsere Vorhaben? Nein. Okay. Ich glaube, wir laufen mal zum Steinkreis zurück und vom Steinkreis in die andere Richtung, Richtung Wasser. Hi, Captain. Du bist der Boss. Das wäre vielleicht das Sinnvollste. Alleine schon, weil es gerade dunkel wird und ich möchte ganz gerne aus diesem Düsterwald raus. Ich glaube, da oben ist die Krypta. Ich weiß, da will ich aber nicht hin. Ansonsten nehmen wir die Krypta hier direkt unter uns. Mit den 10.000 Skeletten, die hier stehen. Die nur auf uns warten. Krypta, was, willkommen? Oh, Kulli, überall Grauzwerge. Aua. Haben wir gerade den da hinten irgendwo gespawnt? Ich habe gerade gehört, willkommen. Ja, der ist da hinten irgendwo gespawnt. Dieser aha, blöde Vogel. Hey, ich habe Karottensamen gefunden. Schön. Kann das sein, dass du von Skeletten verfolgt wirst? Ja. Ich habe dir gesagt, lass uns da nicht hingehen, aber nee. Ich laufe dir nur hinterher. Ach so, jetzt bin ich wieder schuld an deinen Misserfolgen. Hey, ich hab gesagt, du bist der Boss, ich lauf dir hinterher. Außerdem hab ich den weiblichen Charakter. Du hast einen Kreuzwerk. Nee, jetzt hab ich... Aha. So, du sammelst die eine, dann kleben sie an mir, so läuft das. Ist aha, nicht nur einer, Skelette. Oh, Pilze, hallo Pilze. Oh, da kommt ein Skelett mit hinterher. Das traut sich aber was aus dem Düsterwald raus. Scheiße, Nixenzeug. Ja. Da ist noch eine. Wow, wo kommt ihr denn her? Weg hier! Wieso läuft der mir denn jetzt hinterher? Spinnt der? Das ist alles deine Schuld. Der läuft immer noch. Ja. Du lockst das Viechzeug an und ich hab's hinter mir. Vielleicht gibt er irgendwann auf. Sieht nicht so aus. Doch, der muss jetzt aufgeben. Er geht die Bienen töten. Die Bienen sind jetzt seine neuen Feinde. Ich komme nicht hoch. Ich sehe nicht mehr. Auch nicht mehr. Boah, Alter, was für eine Scheiße hier. Guck mal, da ist eine Hütte. Und da ist ja ein riesiger Berg, wo man bestimmt Playboy bauen kann. Das ist wo? Volk? Rechts von uns. Ein richtiger Hochstand. Eine große Hütte. Cool. Bestimmt Bienen drin. Und? Bienen drin? Ja, ja, natürlich. So. Nö, keine Bienen.
werden wir uns jetzt mal in die Richtung begeben. Warum? Bald rum. Wir finden noch schön Ort zum Bauen. Aber meine Freunde, wir machen an der Stelle jetzt hier erstmal Schluss für heute. Ihr seht schon, das ist ein hartes Unterfangen, bis wir uns entschieden haben, wo wir was basteln. Weil der Krulli immer so mürrisch ist und nicht weiß, was er will. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Gräuling. Nee, nicht Gräuling. Tschüss, sagt man.